War das jetzt so schwer? Yay! Untertitel bitte. Ein schöner Sonnenuntergang. Toll. Einfach toll. Jetzt eine Screenshot-Funktion. Hat's bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, ja. So. Was sagen wir jetzt hier, wo wir hier oben sind? Außer halt vielleicht das Ding zerstören. Hm. Er hat ja auch irgendwas gemurmelt und ich hatte keine Untertitel. Was ist denn hier? Was ist das? Da kommen Fässer raus. Oder was soll man das sagen? Da ist halt Holzschrott, Blümchen und Fassschrott. Okay. Mein Schild kann ich hier derzeit nicht verwenden. Oder, ja gut, wenn ich es ziehe vielleicht. Ne, er schießt ja nicht gegen, oder? Ne, irgendwie nicht. Gut. Wie bin ich den ganzen Weg hier hochgekommen? Für was? Vielleicht in die Sonne rein? Nein? Kannst du nicht davon fliegen? Vielleicht? Das Ding sendet ein verdammt großes Signal aus anscheinend. Aber... Trico? Du bist ja auch jetzt nicht wieder... Ja, vielleicht schon. Was zum... Sind das Vögel? Oder sagt mir jetzt nicht, das sind alles Tricos. Alle sind mir jetzt natürlich irgendwie feindlich gesinnt, ne? Thank you.
Dass da die Fässer herkommen, das war mir ja klar. Aber nicht, was da drin ist. Das heißt, alles, was hier mit den Maschinen zu tun hat, was die Trikots fressen, alles Menschen. Deswegen haben sie auch Menschen gejagt. Wir müssen Trikot helfen. Ich will zu meinem Schild. Ich will zu meinem Schild. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht da mit Trikot. Das will ich jetzt nicht. Das muss ich sagen. Nein! Lass mich doch einfach zu meinem Schild. Ja, dann halt nicht. Ah. Und ich darf den ganzen Weg wieder zu Fuß hochkommen. Nein, nein, ich bin nicht dein Mittagessen. Ich halte mich hier einfach mal fest, ne? Das wird schon irgendwie. Ich hoffe, du fliegst von alleine und ich muss dich nicht steuern. Wenn doch, dann tut es mir ein bisschen leid. Nein, ich muss hier nicht steigen, glaube ich. Ich muss mir nur festhalten. Lass mich doch einfach zu meinem Trikot. Also nicht meinem Trikot, ja? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin so abgeschüttelt worden, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Mal wieder typisch. Oh Gott, können wir nicht einfach landen? Also, da ein, wo ich hin landen will. Das wäre schön. Ich bin da, wer noch? Ich hänge hier auch irgendwo rum. Oh Gott. Kann ich jetzt zu meinem Schild? Au. Ich hoffe, mein Trikot ist nicht schon ganz zerfleischt worden hier. Das muss nicht sein. Mein Schild, das meinen Namen trägt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Alter, wie brutal. Alter, ihr Schweine. Da ist halt dann quasi der Energieknoten drin, der halt dafür sorgt, dass wir überhaupt schießen können. Jetzt nehme ich auch noch das Bein abreißen, ihr Penner. Doch auf Menschen los, nicht auf den armen Trikot. Was haben die den Schweif hier reingeschmissen? Das finde ich ja nicht so toll. Wahrscheinlich nach ganz unten in die Maschine rein, wo er hingehört, ha? Ich guck mal ganz kurz. Ne, da ist er. Ich schmeiß den aber mal ganz kurz hier unten runter. Weil wir werden natürlich die Maschine zerstören. Weil die ist dafür zuständig, dass die ganzen Trikots hier so ausrasten.
Oh Gott. Ah. Okay. So. Dann schieß mal da drauf. Falls du kannst. Oder muss ich den erst ausrichten hier? Da ich das Ding hier auf so eine Rampe hier drauf lege. Das ist voll gemein. Voll brutal. So, es muss reichen. Und jetzt schieß. Ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Jetzt aber. Oh nein, jetzt fallen die alle ja runter. Das muss ja auch nicht sein. Das ist ja Massengenozid. Und unser Chwico lebt. Das ist die Hauptsache. Scheiß auf die Menschen.
Stelle ihn ins Wasser. Er muss noch wachsen. Sag es. Das ist wieder so typisch Menschen, weißt du? Wir bringen hier einen Jungen zurück, das Tier, weißt du? Und die Menschen, ja, mach tot. Ajukui. Atis nekia tagi.
Das war's mit The Last Guardian. Ein schönes Spiel mit teilweise echt Momenten, wo ich mir denke, so musste das Game Design technisch so unbedingt umgesetzt werden, aber hey, ist halt so. Im Großen und Ganzen fand ich es ein schönes Spiel. Teilweise wirklich frustrierend, ja, weil dann die Steuerung einfach nur gewöhnungsbedürftig ist. Ja. Oder, ja, Momente gibt einfach, da fasse ich mir an den Kopf. Ja, aber gut, ist halt so. Was mich von vornherein bei dem Spiel so ein bisschen gestört hat, ja, der Hauptaspekt des Spiels, grafisch gesehen, sieht so, ich sag mal, Semi-Realität aus, ja, also schon so irgendwie auf normale Grafik ausgelegt, ne, und da hast du dann die Menschen, die alle mit ihrem Cell-Shading-Look da reinkommen. Ja. Das hat irgendwie noch nie so ganz gepasst. Ja, das ist immer so für mich persönlich so ein gewisser Dorn im Auge. Ja, ist ja nicht nur der Junge, der irgendwie so ein bisschen heraussticht, sondern es sind ja alle Menschen. Dasselbe Problem hatten die Entwickler damals auch schon in Ico, wie ich fand. Da hat auch der Mensch da immer ein bisschen rausgestochen. Einfach vom Visuellen her. Ja. Es ist halt Geschmackssache. Ja, aber sonst so. Ich fand das schön, dass du halt durch die ganzen Ruinen gegangen bist und immer, wenn du halt irgendwelche höheren Punkte erreicht hast oder sowas, konntest du immer sehen, wo du schon warst oder wo du noch hingehen wirst und ja. Musikalisch war es auch wunderschön unterlegt, muss man wirklich sagen. Es hat auch eine nette kleine Story so im Hintergrund, wo ich mich aber halt immer noch so frage, wer hat dieses komische runde Ding dahin gebaut und die Türme. Ja, und warum? Ich meine, gut, das Warum ist wahrscheinlich so im Endeffekt der Zweck, ja, sammelt Menschen. Ja, Tiere unter Kontrolle zu kriegen und halt, dass die halt dann für Menschen sorgen und all so ein Krams. Aber wer das im Endeffekt war, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Menschen gewesen sind. Die Rüstungen sind ja quasi auch nur ein Konstrukt aus dieser menschkonvertierten Energie. Wir werden es nie erfahren. Es war ein schönes Spiel mit vielen Momenten, wo ne? Allein von den Herumgespringe vom Tier oder halt wie das Tier dann den Mensch rettet und umgekehrt. Ne? Das waren sehr viele schöne Momente. Und das Tier an sich war sehr süß. Das fand ich süß. Sehr süß. Aber auch ein bisschen angsteinflößend hin und wieder. Aber dennoch, ne, nochmal ein Kritikpunkt. Dieses Spiel wurde angekündigt damals als einer der Launch-Titel für die PS3. Ja, hat sich so weit hinausgezögert, dass dann irgendwann angekündigt wurde als Launch-Titel für die PS4. Und dann wurde es noch weiter hinausgezögert und kam dann halt irgendwann mal für die PS4 raus. Ja. Dafür, dass das Spiel so lange in Entwicklung ist, sieht es zwar visuell hübsch aus. Aber technisch gesehen ist es totale Grotze. Ja, keine stabile Framerate. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt Fraktion, oh mein Gott, unbedingt 60 FPS. Aber stabil sollte es schon laufen. Ja, und ja, es hatte sehr viele Passagen, wo du halt weit, weit unter 20 FPS warst. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, so, boah, in heutiger Zeit, ne, ja, ich sag jetzt nicht, ich muss kotzen jetzt bei der Grafik, auf gar keinen Fall, aber es ist halt so, weißt du, wenn ich da halt so sehe, wie lange es in Entwicklung ist, wie viel Geld da wahrscheinlich reingeflossen ist, halt weil es halt sich so lange verzögert hat und was da technisch gesehen dann bei rumkommt, halte ich dann doch für ein bisschen fragwürdig. Ja?
Weiß nicht, vielleicht hätte man da vielleicht dann die Texturauflösung ein bisschen herunterschrauben sollen und dann vielleicht eher stabile technische Bedingungen klarstellen können. Oder halt zumindest die Steuerung, ja, dass die Steuerung einwandfrei funktioniert. Ja. Steuerung und grafische Technik. Meine Hauptkritikpunkte. Aber ja. Das soll's dann jetzt gewesen sein mit The Last Guardian. Und wir landen hier wieder im Hauptmenü, ne? Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber schon, weil so sah eigentlich das Hauptmenü im Vorhinein aus. Jetzt kommt bitte Taste drücken. Oder so. Wobei. Wir hatten ja die Sequenz am Anfang, wo da jemand etwas aus dem Boden rauszieht. Ja, Ende. Ende gut, alles gut.